Hallo liebe Wuselkinder, ich bin's wieder, eure Daniela und ich habe euch heute den dritten Teil von den drei Magiern und der schwarzen Höhle mitgebracht. Der dritte Teil, das bedeutet, es gibt schon zwei Teile, die wir gelesen haben, in denen ist auch schon sehr viel Spannendes passiert. Ich kann das jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Schaut euch die Lesungen einfach gerne auf dem YouTube-Kanal an, da sind sie auf jeden Fall noch sichtbar. Es ist in der echten Welt Silvester und die drei Magier sind nach Algravia gekommen und da ist auch ein Fest, nämlich das Fest der Zeitenwende. Und die Zeitenwende, das bedeutet, dass auch sehr große Sachen mit der Magie in Algravia geschehen. Entweder es wird eine komplett andere Magie oder die Magie verschwindet. Und es ist jetzt so, dass die drei Magier da genau rechtzeitig waren. Die wollten dann das Ritual mitmachen an so Steinen, haben da ihre Zauberstäbe dran gehalten und es ist halt nichts passiert. Weiterhin gibt es noch ein kleines Luni. Die Lunis, da habe ich gerade ein kleines Bild für euch. Die sehen so aus, also sehr putzig. Und da gibt es ein Königsbaby-Luni. Und das ist auch sehr wichtig für diese Zeitenwende. Jetzt ist es nur so, dass, wie gesagt, nichts passiert ist. Und die drei Magier und auch alle anderen, Tante Fia, Kasimir, alle wissen nicht so richtig, was sie jetzt tun sollen, weil sowas hat noch keiner erlebt. Und deswegen sind jetzt die drei Magier losgezogen, um irgendwie eine Lösung zu finden. Und geführt werden sie, mal einen Moment. Ich wollte noch sagen zum Buch, dass da wurde doch auch der Steini oder wie auch immer der hieß, der hat das erzählt. Genau, ach ja, richtig, genau. Der älteste Bewohner von Algravia war so ein alter Stein und der hat ihnen das erzählt, genau. Und folgen jetzt gerade einem anderen Luni durch einen sehr unheimlichen Wald. Die Bäume sind erst gegen sie, dann sind sie für sie. Aber sie merken schon am Wald und an den eigenen Zauberkräften, dass das alles nachlässt. Das heißt, die Magie in Algravia ist in der Tat am Schwinden. Und jetzt sind sie eben vor besagter schwarzer Höhle, nach der das Buch benannt ist, und wollten da rein. Die Vicky hat das versucht und ist fast zerquetscht worden, weil die Höhle zugeschnappt ist, als sie rein wollte. Und hat es dann aber doch geschafft, hat der Höhle sozusagen erklärt, was ihre Mission ist. Und dann hat die Höhle sie reingelassen. Und da sind wir jetzt, dass sie diese Höhle betreten. Kapitel 11. Auge um Auge. Macht's euch gemütlich, wir lesen das Buch heute zu Ende. Alle Muskeln in Konrads Körper waren zum Zerreißen angespannt, als er sich hinter Vicky durch den weit offenstehenden Höhleneingang wagte. Das steinerne Maul erzitterte leicht, als er hindurchtrat, doch es hielt still. Uff, machte Konrad, als er im Inneren der Höhle war. Als auch Mila hineingeschlüpft war, wurde aus dem Zittern des Höhlenmauls ein Beben. Rums! Der Eingang schloss sich hinter den dreien wie eine Tür, die knallend ins Schloss fiel. Mit einem Mal wurde es stockdunkel. Alle drei Kinder atmeten flach. »Jetzt gibt's kein Zurück mehr«, kommentierte Vicky trocken. Konrad, Vicky und Mila hielten ihre Zauberstäbe wie Schwerter vor sich ausgestreckt, als sie sich vorsichtig in die Höhle vorwagten. Sie tappten durch einen schmalen, niedrigen Gang, in dem sie wenig erkennen konnten. Ihre Zauberstäbe gaben nur ein schwaches Glimmen von sich. Wenn Konrad seinen Stab fester mit der Hand umschloss, leuchtete er ein klein wenig heller. Doch gleichzeitig spürte Konrad, wie sich in ihm etwas verkrampfte. Als versuchte der Zauberstab, seine Energie direkt aus Konrad zu ziehen. »In den Stäben ist echt nicht mehr viel Saft drin«, brachte es Vicky auf den Punkt. Ihre Schritte knirschten leise auf dem Höhlenboden. Nach wenigen Metern knickte der Gang scharf nach rechts ab.
wieder wenige Meter später nach links. Ab und zu streifte Konrad im Vorbeigehen mit seiner Hand die Wand. Huch, war da nicht gerade etwas krabbelnd über seine Finger gehuscht? Er schauderte, doch es war so dunkel, dass Konrad nichts erkennen konnte. Vicky, die voranging, blieb auf einmal stehen. »Leute, hier teilt sich der Gang auf!« Ihre Stimme klang dumpf. Konrad spähte über Vickys Schulter. Ein Gang führte nach links, ein anderer nach rechts. In dem linken Gang hingen ein paar mehr Spinnweben unter der Decke, ansonsten glichen sich die Gänge wie ein Ei dem anderen. Oder? Ich zeige euch mal ein Bild von dem Tunnel oder von dem dunklen Gang. Da, rief Konrad, da rechts, da hat gerade ein Auge gezwinkert. Vicky drehte ihren Kopf über die Schulter und runzelte die Stirn. Hm, wo? Konrad zeigte in den rechten Gang. Da, auf der Wand. Nun war nichts mehr zu sehen. Magischer Durchblick, raunte Vicky wissend. Ah ja, Konrad hob seinen Zauberstab und schickte über Vickys Schulter blaue Funken zu der Wand hin, an der er gerade für einen kurzen Moment das Auge gesehen hatte. Das Symbol tauchte blass schimmernd wieder auf, als wäre es auf Zauberpapier gemalt. Es sah genauso aus wie auf dem Stein im Steinkreis. »Da, es zwinkert!« meinte Konrad aufgeregt. Vicky blinzelte. »Also, ich sehe nix. Besser, du gehst voran.« Konrad nickte und schob sich rasch an Vicky vorbei. Der Gang führte um ein paar Ecken und bald darauf zu einer weiteren Weggabelung. Diesmal zwinkerte Konrad von links ein blaues Auge zu. »Wie in einem Irrgarten«, murmelte Mila von hinten. Auge um Auge wagten sich die Kinder tiefer in die Höhle hinein. Konrad hatte vergessen mitzuzählen, aber es mussten schon mindestens 10 Abzweigungen hinter ihnen liegen. Seine eigenen Augen begannen zu schmerzen. Je öfter er seinen magischen Durchblick einsetzte, um wieder eins der verborgenen Zeichen zu erkennen, umso mehr brannten sie. »Also, ich glaube, das klappt nicht mehr.« Als Konrad wieder vor einer Weggabelung angestrengt in die Finsternis vor sich starrte und seine Finger um den Zauberstab presste, traten nur mehr ein paar vereinzelte Fünkchen aus dem Stern an seiner Spitze. Erschöpft lehnte sich Konrad an die Wand neben sich und zuckte im nächsten Moment zurück. »Das ist was Lebendiges! Da, am Fels!« Mila ließ ihren roten Zauberstab aufleuchten. In seinem Schein wurde eine dicke Raupe sichtbar, die sich träge über den Felsvorsprung schlängelte. »Boah, was für ein fetter Kriecher«, brummte Vicky und rümpfte die Nase. Konrad schluckte angewidert. »Ihh!« »Wieso ih?« meinte Mila. »Die ist doch ganz niedlich.« Mila streckte den Zeigefinger nach dem Tier aus und streichelte es sachte. Als die Raupe sich freudig ringelte, flüsterte Mila, »He, vielleicht kannst du uns helfen. Du kennst dich doch bestimmt hier unten aus, hm?« Die Raupe hielt in der Bewegung inne, als hätte sie Mila verstanden. Und als das Mädchen das Tier ganz vorsichtig mit dem Zauberstab berührte, da, plopp, verwandelte es sich, von roten Fünkchen umwirbelt, in einen Schmetterling mit violett glänzenden Flügeln. Der Falter taumelte etwas, als wäre er über seine Verwandlung selbst überrascht, dann tanzte er in den linken Gang. Mila zwängte sich an ihren Freunden vorbei und folgte dem Tier. Sie winkte Konrad und Vicky zu. »Na kommt, der Kleine weiß bestimmt den Weg.« Weit entfernt im Steinkreis war es derweil fast genauso dunkel geworden wie in der schwarzen Höhle. Die Nacht war hereingebrochen und fast alle Wesen, die mit Hilfe ihrer Magie Licht erzeugten, hatten diese Fähigkeit offenbar verloren. Die leuchtenden Geister.
die funkelnden Glühwürmchen und sogar die mächtigen Drachen konnten kein Feuer mehr speien. Nur ihre Bäuche schimmerten noch etwas wie eine fast erloschene Glut. Lediglich die leuchtenden Symbole auf den Steinen verbreiteten ein schwaches Glimmerlicht. Es waren allerdings nur noch zwei. Vor wenigen Minuten war das blaue Auge, das Konrad entzündet hatte, erloschen. Bis zu diesem Moment waren die meisten Algravier noch wild durcheinandergelaufen und hatten sich aufgeregt unterhalten. Doch nun drängten sie sich wie eine Herde verängstigter Tiere dicht um die Bühne und gaben kaum noch einen Laut von sich. Kasimir hockte auf einem Stein und schaute über die Menge. Noch nie in seinem ganzen Leben hatte er sich so hilflos gefühlt. All die Gesichter seiner Freunde und Gefährten, die zu ihm aufblickten, als könnte er jeden Moment die Lösung einfach aus der Pfote schütteln. Doch die Wahrheit war, Kasimir wusste genauso wenig weiter wie alle anderen. Und als plötzlich, vollkommen lautlos, auch die große, rot leuchtende Blüte auf dem zweiten Stein erlosch, durchfuhr ihn ein eiskalter Schauer. Milas Symbol, hauchte Fia Foy. Nur noch Vickys grünes Schwert leuchtete. Boah, das ist aber echt unheimlich. Also das sind die Steine, an denen sie das Zauberritual versucht hatten am Anfang, was ja nicht geklappt hatte. Und da haben aber immerhin noch alle vier Symbole geleuchtet. Kasimir schloss die Augen und atmete tief durch. Er versuchte, sich die drei Magier vorzustellen, wie sie durch die schwarze Höhle liefen. Manchmal gelang es ihm so, eine magische Verbindung zu ihnen aufzubauen. Dann konnte er sehen, was sie sahen, und ihnen aus der Ferne einen kleinen, entscheidenden Tipp geben. Doch Kasimir sah nur schwarz. Und, hörte er die Hexe neben sich flüstern, sie ahnte offenbar, was in ihm vor sich ging. Nichts, gab Kasimir zu, ich sehe nichts. Die drei sind schon zu tief in der Höhle. Sie sind ganz auf sich alleine gestellt. Kapitel 12. Ganz dicht dran. »Mein Zauberstab kann nicht mehr«, seufzte Mila. Vicky wunderte das nicht. Mila hatte nach der Raupe auch noch eine Fledermaus, zwei Spinnen und einen kleinen Grottenolm mit ihrem Stab angestupst. All die Tiere waren nacheinander losgehuscht, um den Kindern den Weg zu zeigen. Jedenfalls hoffte Vicky, dass es der richtige Weg durch dieses unterirdische Labyrinth gewesen war. Nun leuchtete nur noch ihr eigener Zauberstab. Und wieder standen sie vor einer Weggabelung, gefühlt war es schon die hundertste. Bei dem Gedanken, wie tief sie in der Höhle waren, wurde Vicky ein wenig schwindelig. »Was, wenn wir nie wieder den Weg nach draußen finden?« kam ihr in den Sinn. Sie verscheuchte den Gedanken schnell. »Vicky«, rief Konrad aufgeregt, »dein Zauberstab, er hat gezuckt!« »Echt? Ich habe gar nichts bemerkt.« Doch Konrad hatte recht. Vickys Zauberstab schlug abermals sanft nach rechts aus. »Wie eine Wünschelrute«, sagte Mila fasziniert. Hoffnungsvoll traten die drei in den Gang, in den der Zauberstab gewiesen hatte. Er war so schmal, dass Vicky sich nur mit Mühe und Not durchzwängen konnte. Dann jedoch weitete er sich und Vicky stieß ein lautes »Boah« aus. »Oh«, hallte es von mehreren Seiten wieder. »Ein Echo«, begriff Vicky. »Cho, cho, cho.« Sie drehte sich zu ihren Freunden um. »Das muss ein echt großer Hohlraum sein.« Sie zwängte sich ganz aus dem engen Gang, reckte ihren Zauberstab über den Kopf und drückte ihn fest, sodass der Stern an seiner Spitze hell erstrahlte. »Nicht so viel Magie verschwenden, Vicky«, ermahnte Konrad. »Bist du Kasimir oder was?«, gab Vicky zurück. Sie schwenkte ihren Stab. In seinem grünen Licht schälten sich die Umrisse einer gewaltigen Grotte aus der Dunkelheit. Sie war höher als eine Turnhalle und ihre Wände hingen voller glänzender Tropfsteine.
Das Faszinierendste aber lag an ihrem Grund. »Ein Höhlensee«, rief Vicky gebannt. »Ein See, ein See, ein See«, wiederholte das Echo. Der See füllte fast den ganzen Höhlengrund aus. Die drei Kinder standen auf einem schmalen Ufersaum aus großen, klobigen Gesteinsbrocken. An einem von ihnen war ein Boot festgemacht. Vicky lief darauf zu. Das Boot schwankte hin und her, als sie hineinkletterte. »Meinst du, da passen wir alle drei hinein?«, fragte Mila. »Und ist das überhaupt für uns gedacht?«, grübelte Konrad. »Für wen sonst?«, meinte Vicky. »Siehst du hier noch irgendwelche Höhlenforscher? Na los, alle Magier einsteigen!« Als Vickys Freunde endlich in das Boot geklettert waren, lag die kleine Nussschale bedenklich tief im Wasser. Vicky band das Boot los. Habe ich Vicky oder Vicky gesagt? Vicky band das Boot los und wollte es gerade vom Ufer abstoßen, als ein schleifendes Geräusch sie herumwirbeln ließ. »Pass doch auf, Vicky!« meinte Konrad angespannt. »Wenn du dich so ruckhaft bewegst, kentern wir noch.« Vicky zeigte auf den schmalen Gang, durch den sie in die große Grotte gelangt waren. »Seht mal, da rollt ein Stein vor die Öffnung. Der Eingang ist zu, 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 zu«, echote es. »Du meinst, der Ausgang, das...« Konrad schluckte schwer. »Gefällt mir gar nicht. Hoffentlich ist das keine Falle«, rief Mila. »Falle, Falle, Falle.« Vickys Magen rutschte ihr bis in die Kniekehlen. Sie räusperte sich. »Ach, Quatsch, Leute, das soll uns einfach nur zeigen, dass wir hinmachen müssen.« Sie beugte sich vor und spähte angestrengt auf den Höhlensee. Das Wasser plätscherte leise und das Echo warf das Geräusch vielfach zurück. »Vielleicht gibt's hier eine Insel, auf der dieses Königsluni wohnt«, überlegte Vicky laut. »Ich sehe keine Insel«, meinte Konrad. »Sie könnte unsichtbar sein. Oder es haust unter Wasser. Oder irgendwo auf der anderen Seite am Ufer. Menno!« Vicky schlug mit der Faust auf den Rand des Bootes. »Irgendwo hier muss es einfach sein. Ich spüre es bis in meinen kleinen Zeh. Wir sind ganz dicht dran.« Die drei suchten ihre Umgebung konzentriert mit Blicken ab. Doch rundherum gab es nur Tropfsteine und Wasser. Kein Luni weit und breit. »Oh, wir sind abgetrieben«, stellte Mila auf einmal fest. »Ich sehe das Ufer nicht mehr.« Vicky kniff die Augen zusammen. »Aber wir haben uns doch kaum bewegt.« Doch auch sie konnte die großen Steine, an denen das Boot eben noch festgemacht gewesen war, nicht mehr erkennen. Konrad schluckte. »Hört mal«, sagte er. »Ich glaube, wir sehen diese Ufersteine nicht mehr, weil...« Das Plätschern wurde lauter. Durch das Echo klang es wie ein unheilvolles Flüstern, das die Höhle bis zur Decke erfüllte. Endlich machte es auch bei Vicky Klick. »Das Wasser steigt«, sagte sie tonlos. Kapitel 13. Mit letzter Magie. Obwohl der Hohlraum so groß war, füllte er sich erschreckend schnell mit Wasser. Und das Wasser trug das kleine Boot mit den drei Magiern an Bord höher und höher der Decke entgegen. Schon waren die längeren Tropfsteine zum Greifen nah. Mila duckte sich unbehaglich. »Der eine Tropfstein da kommt direkt auf uns zu. Eher wir auf ihn«, sagte Konrad. »Gleich bringt er uns zum Kentern.« Das Wasser war inzwischen so hoch gestiegen, dass Vicky fast die Höhlendecke berühren konnte. Mila atmete flach. »Auweia, auweia, wir werden hier drin ertrinken.« »Nun stell mal nicht gleich den Rabenhorst an die Wand«, wies Vicky ihre Freundin zurecht. »Vielleicht soll das ja so sein mit dem steigenden Wasser. Vielleicht ist über uns an der Decke ein Ausgang, an den wir nur so rankommen.« Alle drei starrten zur Decke hinauf, doch außer Tropfsteinen war dort nichts zu erkennen. Was? Ich glaube, das ist so wie wegen dem Stein, der da vorgerollt ist, damit das Wasser nicht da durch die Gänge rückt. Ja, genau. Und der Stein war wie so ein Stöpsel. Genau. Und dass das dann irgendwie keine Falle ist, sondern da auch wirklich, wie die Vicky gesagt hat, so ein... Ja, müssen wir mal abwarten.
Vicky umklammerte ihren Zauberstab fester und ließ ihn so hell wie möglich aufleuchten. Der grüne Stern erstrahlte gleißend, aber nur kurz. Viel Magie steckte wohl wirklich nicht mehr in ihm. »Da oben ist nichts«, rief Mila mit wachsender Verzweiflung in der Stimme. »Da geht's nicht raus. Wir kommen hier nie wieder raus.« »Doch«, rief Konrad laut, »aber nicht oben, sondern unten.« Er zeigte ins Wasser und tatsächlich unter ihnen, tief auf dem Grund des Höhlensees, blitzte etwas auf. Durch die Wellen, die das schaukelnde Boot machte, konnte man es nicht genau erkennen. »Sieht aus wie ein Viereck«, meinte Mila. Vicky beugte sich über den Bootsrand und streckte kurz entschlossen ihren Kopf unter Wasser. Kälte prickelte auf ihrem Gesicht. Sie öffnete die Augen und da, auf dem Grund des Sees, lag eine viereckige Platte mit einem mächtigen Metallgriff. Vicky zog den Kopf aus dem Wasser und schnaufte durch. Ihre Haare hingen klatschnass auf ihren Schultern. »Und, was hast du gesehen?« fragte Mila. »Eine Falltür mit einem großen Griff dran, wie ein Stöpsel in einer Riesenbadewanne.« »Ah«, machte Konrad und lächelte erleichtert. »Sehr gut. Na dann?« Er zeigte auf den Zauberstab in Vickys Hand, dann schrie er laut auf. »Au!« Sein Kopf war gegen einen Tropfstein gestoßen, der kaum länger als ein Arm war. So dicht waren sie der Höhlendecke schon gekommen. Konrad rieb sich den Kopf und Vicky umschloss ihren Zauberstab mit beiden Händen. Ihr Freund hatte recht. Jetzt ging es um alles oder nichts. Wie gut, dass ausgerechnet ihr Zauberstab noch Magie in sich trug, denn nur er konnte Dinge magisch bewegen. Vicky streckte den Stab übers Wasser und richtete seine Spitze entschlossen auf die Falltür. »Mach es besser mit dem Kopf unter Wasser«, riet Konrad ihr. »Unter der Oberfläche kann man sich täuschen, wo genau etwas unter Wasser liegt. Weiß ich vom Angeln.« »Das stimmt.« Vicky folgte Konrads Anweisung und wirklich, die Position der Falltür erschien ihr nun etwas verändert. Manchmal war es doch gut, dass Konrad mitdachte. Sie stieß ihren Zauberstab unter Wasser, drückte ihn fest. Und dann machen wir Schluss für heute. Nein, Scherz. Aber ich zeige euch mal das Bild. Was ihr hier seht, hier ist alles unter Wasser. Die sind ganz weit oben. Und da unten ist die Falltür. So. Also, sie stieß ihren Zauberstab unter Wasser, drückte ihn fest und bewegte ihn ruckhaft wie eine Peitsche auf die Falltür tief unter ihnen zu. Zwusch! Ja, es klappte. Ein Schwall grüner Funken quoll aus der Spitze und trieb auf den Boden des Sees zu. Unter Wasser bewegten sich die Funken langsamer. Vicky merkte, dass sie bald Luft holen musste, doch sie hielt den Kopf tapfer so lange unter Wasser, bis sie sah, dass die Funken den Griff an der Falltür erreicht hatten. Dann hob sie den Kopf aus dem See. Der Spalt zwischen Wasser und Höhlendecke war jetzt so schmal, dass man nicht einmal mehr aufstehen konnte, und zog ihren Zauberstab hastig heraus. Es fühlte sich an, als zöge sie an einem Seil, an dessen anderem Ende eine Rumpelriese zerrte. »Verdammt! Ah, das Ding klemmt!« Vicky zog stärker, noch stärker, sah, wie ihre Freunde ihr die Daumen drückten. Die grünen Funken zogen sich wie eine zum Zerreißen gespannte Schnur von Vickys Zauberstab bis zur Falltür. »Ah, na los, gib schon nach, verflixt! Wir sind noch nicht so weit gekommen, dass ich mich jetzt von einer blöden, ah, klemmenden, ah!« Die Funken wirbelten unter Wasser in alle Richtungen davon, wie bei einer Kette, die in tausend Glieder zersprang. Alles ging so plötzlich, dass Vicky den Halt verlor, nach hinten fiel und das Boot gefährlich in Schräglage brachte. Konrad versuchte noch zur anderen Seite zu hechten, doch umsonst. Das Boot kenterte und Vicky, Konrad und Mila fielen ins Wasser. Die Kälte fuhr Vicky sofort durch alle Glieder.
Wow, ist das eisig, rief auch Mila verblüfft. Ihre Umhänge sogen sich sofort mit Wasser voll und zogen die Freunde nach unten. Nur mit kräftigen Schwimmbewegungen konnten sie sich über Wasser halten. Vicky spürte, dass sie diese Anstrengung nicht lange würde durchhalten können. »Vicky, dein Zauberstab leuchtet nicht mehr«, sagte Konrad aufgeregt. Nur noch die verstreut im Wasser treibenden grünen Funken erfüllten die Höhle mit einem schummrigen Restlicht. Ansonsten verschwand alles in Dunkelheit. Vicky umfasste ihren Stab fester, umklammerte ihn richtig. Der grüne Stern flackerte. Vicky versuchte, noch etwas Magie herauszupressen, nur noch ein bisschen. Doch der Stern erlosch. »Er ist leer, verdammt!« Vicky sah, dass über Milas Wange ein paar stille Tränen liefen. Oder waren das Wassertropfen? Irgendetwas mussten sie tun. Sofort. Ihr vollgesogener Umhang zerrte unerbittlich an ihr. Und genau das brachte Vicky auf eine Idee. »Leute, ich tauch ab!« Konrad riss die Augen auf. »Zu der Falltür? Vicky, das schaffst du nie!« »Kann sein, aber ich muss.« Vicky sog so viel Luft, wie sie nur konnte, in ihre Lungen. Dann tauchte sie ab und stieß sich kräftig nach unten. Die ersten 2, 3 Schwimmbewegungen fielen ihr noch leicht. Vicky war eine gute Sportlerin und hatte im Urlaub schon 2-mal einen Tauchkurs belegt. Aber so tief, wie sie jetzt kommen musste, war sie noch nie aus eigener Kraft getaucht. Als sie etwa die Hälfte der Strecke geschafft hatte, merkte sie, wie ihre Kräfte sie verließen und dass der Wunsch, Luft zu holen, immer stärker wurde. »Ich schaffe es nicht«, schoss es ihr durch den Kopf. »Es ist einfach unmöglich ohne Magie.« Im Licht der durch Wasser huschenden grünen Funken warf die Metalltür kleine Reflexe zurück, so als wollte sie Vicky zuzwinkern. Sie lag so nah und doch unerreichbar fern. Ein Schwall grüner Fünkchen glitt direkt an Vicky vorbei. Sie perlten über ihren Umhang. Vicky weitete die Augen. Was war denn das? Dort, wo die Funken den Umhang berührten, leuchtete der Stoff auf. Der Umhang! Er ist auch magisch! Wir sind schon einmal mit den Umhängen geflogen. Vielleicht funktioniert das auch unter Wasser. Während ihre Lungen nach Luft schrien, überschlugen sich Vickys Gedanken. Mit hastigen Armbewegungen versuchte sie, weitere magische Fünkchen heranzuholen. Als diese ihren Umhang trafen, leuchtete er noch etwas heller auf. Dann blähte er sich und schlug kräftig wie eine Flosse. Vicky kam sich vor wie ein Rochen, als sie plötzlich wie ein Pfeil abwärts schoss. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie die Falltür erreicht. Verbissen packte sie mit einer Hand den Griff und hielt sich mit der anderen an einem Felsvorsprung fest. Na los, geh schon auf!« Ihr Blick wurde trüber. Sie brauchte dringend frische Luft. »Geh schon auf, du dämliche!« Ruck! Mit einem metallischen Geräusch, das wie das Seufzen eines Tiefseemonsters klang, gab die Falltür nach. Endlich. Sogleich begann das Wasser durch die entstandene Öffnung zu strömen. Vicky versuchte noch, sich an dem Felsvorsprung festzuklammern, doch ihre Kraft reichte nicht mehr aus. Der See leerte sich wie eine gigantische Badewanne, aus der man den Stöpsel gezogen hatte. Und ehe sie sich's versah, wurde Vicky durch das Loch im Boden mitgerissen. Kapitel 14. Abwärts. Ein paar Sekunden lang befand sich Vicky im freien Fall. Dann war sie plötzlich mitten im Wasserstrahl, der mit irrer Geschwindigkeit schräg nach unten strömte und Vicky weiter mit sich zog. Während sie kräftig nach Luft schnappte, spürte sie, wie glatter Steinboden unter ihren Händen und ihrem Po entlang glitt. Vicky sah nichts, doch sie begriff, das Wasser spülte sie einen nach unten führenden Gang entlang, wie in einer gigantischen Wasserrutsche. Wusch! Ging es um einen scharfen Knick, der Vicky für einen Moment abheben und schwerelos werden ließ.
Wasser spritzte hoch und Vicky schrie aus voller Kehle: Waaah! Ihre Stimme klang wie in einer Rohrrutsche in einem Freizeitpark. Nur mit dem Unterschied, dass diese Attraktion hier die Natur geschaffen hatte. Hier konnte alles Mögliche passieren. Jederzeit konnte Vicky gegen ein Hindernis prallen und sie würde es nicht einmal kommen sehen. Zeig euch mal die Wasserrutsche. Und wie man an der Vicky sieht, die hatten natürlich wie immer Spaß. Ja, ganz egal, wie gefährlich das ist und ob irgendjemand anderes Angst haben würde, die Vicky. Ihr verging Hören und Sehen. Hektisch tastete sie um sich und versuchte, irgendwo Halt zu finden und ihre Rutschpartie abzubremsen. Ohne Erfolg. Im Gegenteil. Sie wurde schneller und schneller und schneller. Wah, wah, hörte sie hinter sich die Stimmen von Konrad und Mila durch die Röhre hallen. Offenbar hatte das abfließende Wasser auch ihre Freunde in den Tunnel gespült und ließ sie ebenfalls in die Tiefe schießen. Eine scharfe Rechtskurve tauchte vor Vicky auf. Moment mal, zuckte es durch ihren Kopf. Ich sehe wieder was. Hinter der Biegung des Gangs waberte ein roter Lichtschein. Erst jetzt erkannte Vicky, wie eng die Röhre war. Zum Glück rutschten Mila und Konrad ein gutes Stück hinter ihr. Wenn sich die beiden bloß nicht verletzten, wusch! Mit Volldampf rauschte Vicky um die nächste Kurve und landete, platsch, in einem kleinen, kreisrunden Becken. Vicky keuchte und hustete Wasser aus. Der Boden des Beckens war pechschwarz. Wahrscheinlich war es sehr tief. Als sie den Blick hob, hörte sie ihre Freunde durch die Röhre herannahen. Rasch schwamm sie an den Rand. Platsch! Konrad tauchte haarscharf neben Vicky ins Wasser ein. Sie zog ihn hastig zu sich, damit Mila ihn nicht traf, die tatsächlich nur 2 Sekunden später, platsch, ebenfalls im Becken landete. Seht ihr, und deswegen ist es genau aus diesem Grund, dass man bei den Rutschen in den großen Schwimmbädern immer diese Schilder hat, bitte verlassen Sie den Ausgangsbereich zügig, damit man da eben nicht von anderen getroffen wird. Mann, oh Mann, schnaufte Vicky durch, einfach nur irre. Also wenn ich diese Mörderrutsche gebaut hätte, hätte ich sie Abflussrohr der Hölle genannt. Vickys Knie wurden nur selten weich. Doch als sie aus dem Becken stieg, fühlten sie sich an wie aus Wackelpudding. »Seht doch mal«, bemerkte Konrad, »wir haben unsere Umhänge nicht mehr an.« Vicky blickte an sich herab. »Hast recht«, sagte sie verdattert, »das sind ja unsere Jacken.« »Dann«, Mila zupfte an ihrem Ärmel, »sind wir gar nicht mehr in Algravia?« Immer wenn sie nach Mühlfeld zurückkehrten, verwandelten sich die magischen Umhänge wieder in ganz normale Klamotten. »He, und wo ist mein Zauberstab hin?«, fragte sich Vicky mit Blick auf ihre leere Hand. Sie musste ihn bei der wilden Rutschpartie verloren haben, genau wie Konrad und Mila. Die Kinder sahen sich ratlos an. »Ob wir wirklich wieder in Mühlfeld sind?«, flüsterte Mila. »Wir haben doch unsere Mission noch gar nicht erfüllt«, sagte Konrad besorgt. »Ach, so richtig nach Mühlfeld sieht's hier nicht aus«, beschwichtigte Vicky die beiden. »Wo sind wir hier bloß gelandet?« In dem roten Lichtschein, der auf den Höhlenwänden waberte, konnte man wenig erkennen. Tropfend und ein wenig fröstelnd tappten die Kinder vom Rand des Auffangbeckens weg. Eine geheimnisvolle Stimmung ging von diesem Ort aus, wie von einem uralten, verborgenen Tempel, verborgen und verlassen, wie es schien. »Haltet mal an!« rief Vicky gedämpft. Alle drei stoppten und Konrad und Mila blickten fragend zu ihrer Freundin. Vicky legte den Zeigefinger an die Lippen und spitzte die Ohren. Hatte sie nicht gerade eine wispernde Stimme gehört? Oder war es nur das Rauschen des Wassers gewesen, das aus der Röhre ins Becken stürzte? Nein, da war es wieder. Da flüstert wer, sagte Vicky gebannt. Hört ihr? Milas und Konras Augen huschten hin und her. Ja,
Da ist so ein Rascheln, nickte Mila, aber eine Stimme höre ich nicht. Konrad legte eine Hand auf Vickys Schulter. Vielleicht ist das wieder so wie am Höhleneingang, als nur du ihn verstehen konntest? Hey, das kann sein! Vicky schloss die Augen, um sich auf das Geflüster zu konzentrieren. Als sie ganz genau hinhorchte, konnte sie tatsächlich einzelne Worte ausmachen. Was machen die hier? Wo kommen die bloß her? Ob die gefährlich sind? Bestimmt, ich habe Angst. Wollen die uns fangen? Es war ein ganzer Chor von Stimmen, die aufgeregt durcheinander tuschelten. So sanft sie konnte, rief Vicky in die Höhle. »Wer auch immer ihr seid, wir wollen euch nicht fangen. Drei Magier, Ehrenwort!« »Die drei Magier? Das sind die drei Magier, die auserwählten drei? Kann doch gar nicht sein. Sie haben hier nicht einmal Magierumhänge an. Das sind nur drei Schwindler.« Vicky stampfte verärgert auf. »Wir sind keine Schwindler. Wir haben Umhänge. Also, wir hatten Umhänge. Sie haben sich nur gerade zurückverwandelt.« »Mit wem redest du denn da?« zischte Konrad von der Seite. Vicky, immer noch mit geschlossenen Augen, wedelte mit der Hand und machte »Scht!« »Zauberstäbe haben sie auch nicht. Das sind keine Magier. Das sind Trolle vom Rabenhorst, die uns einfangen sollen.« Waren das etwa die Loonies? Hatten sie das geheime Versteck der Loonies tatsächlich gefunden? Vicky lächelte. »Warum freut sie sich auf einmal so?« flüsterte es aus der Höhle. »Ich dachte, Trolle können nicht lächeln.« »Menschenskind, wir sind keine Trolle. Wir sind wirklich Magier. Warum sonst sollte ich mit euch reden können?« Das schien den Loonies einzuleuchten. Zumindest erwiderten sie nichts. Vicky öffnete die Augen und was sie sah, machte ihr klar, sie waren hundertprozentig noch in Algravia. Kapitel 15. Alles geschafft und alles verloren. Überall an den Höhlenwänden tauchten kleine Lichtpunkte auf, die rasch größer wurden. »Kristalle! Es sind Kristalle!« rief Konrad überwältigt. »Sie wachsen an den Bäumen!« stimmte Mila ein, »wie Blumen!« Vickys Augen wurden riesengroß. Es war, als würde um sie herum ein magischer Garten erblühen, tief unter der Erde. Unzählige Loonies huschten aus Felsspalten hervor und wuselten zwischen den glimmernden Kristallen umher. Ein besonders vorwitziges Loonie schwebte zu Vicky herab und streifte mit seinen Händen ihre Haare. »Aha!« lachte Vicky. Sie spürte, dass ihre Haare wie elektrisiert abstanden. Auch Mila und Konrad kicherten. »Du siehst aus wie eine Löwin, Vicky«, sagte Mila. Mit feinem Kichern sauste das Loni zurück zu den anderen. Vicky lief zu einem der Kristalle, der nur ein paar Schritte entfernt aus dem Boden wuchs und aus dessen Inneren ein rötliches Leuchten drang. Sie tippte ihn mit der Fingerkuppe an. »Sst!« durchfuhr sie eine kleine Entladung. Sie zuckte. Der Kristall zog sich ein Stück in die Erde zurück, als wäre er lebendig und hätte sich vor Vickys Berührung erschrocken. »Wahnsinn«, murmelte Vicky. Und Mila sagte hinter ihr, »das ist das Schönste, was ich je gesehen habe.« »Wohnen die Loonies hier?« fragte Konrad. Vicky gab die Frage weiter. »Hey, ihr Loonies, wohnt ihr hier?« So, das ist ein großes Bild. In der Höhle mit den Loonies und dem roten Kristall. Nein, wir wohnen überall, überall und nirgends, flüsterte es aus verschiedenen Richtungen. Es waren so viele Loonies in der Höhle, dass man nie sah, welches gerade antwortete. Aber hierher kommen wir. Hier wachsen wir und nehmen Magie in uns auf. Konrad beugte sich vor. Heißt das, die Loonies wachsen in diesen Kristallen? Sieht ganz so aus. Vicky schnappte nach Luft. Hey, dann gilt das bestimmt auch für das Loonie-Königskind, oder?
Bei der Erwähnung des Wortes Luni Königskind wisperten alle Lunis in der Höhle durcheinander. »Wir sind gekommen, um euer Königskind zu retten«, rief Vicky. »Oh, wirklich? Wir dachten schon, es ist verloren. Wie wunderbar! Schnell zeigen wir ihnen, wo es ist!« Eine ganze Traube Lunis sank zu den Kindern herab. Sie führten die drei zu einer Nische in der Höhlenwand. Darin wuchs ein besonders beeindruckender Kristall, der Vicky fast bis zur Schulter reichte. Und in seinem Inneren zitterte etwas Feines und unendlich Zartes. »Das ist es«, entfuhr es Konrad, »das Luni, das wir im Stein gesehen haben.« »Mit dem Stern auf der Stirn«, ergänzte Vicky. Mila schluckte. »Aber es sieht noch dünner aus als vorhin, findet ihr nicht? Und es zittert auch viel schwächer.« »Als hätte es nicht einmal mehr dazu Kraft«, sagte Konrad mit brüchiger Stimme. Das Luni-Königskind war wirklich ein Bild des Jammers. Der Kopf des kleinen Wesens lag auf seiner Brust. Es hatte die Arme eng um sich geschlungen und nur am leichten Beben seines Körpers war zu erkennen, dass es überhaupt noch lebte. Leise fragte Vicky, »Was ist ihm denn nur passiert?« »Das Schlimme, das Furchtbare. Der große Blitz«, antworteten die Lunis dicht an Vickys Ohr. »Was? Hat Rabenhorst etwa einen Blitz auf das arme Kleine losgeschleudert, dieser Rabenhorst?« wiederholten mehrere Lunis. »Nein, nein, nein, Rabenhorst käme niemals hier herein. Der Schutz der Höhle ist viel zu stark. Es war etwas anderes, etwas sehr Mächtiges, wie ein grüner Blitz aus heiterem Himmel.« »Ein grüner Blitz, sagt ihr?« fragte Vicky stockend. Konrad sah seine Freundin von der Seite an. »Wie bitte? Was sagen die Lunis?« Vicky zögerte einen Moment. »Sie meinen, ein grüner Blitz ist schuld daran, dass es dem Königsluni so schlecht geht.« »Gesundheit.« »Vicky«, rief Mila entgeistert aus, »du hast doch...« Sie brach ab. Vicky schüttelte den Kopf. »Das konnte nicht sein. Der grüne Blitz, den sie beim Fest aus ihrem Zauberstab geschossen hatte, nachdem etwas von Tante Fias Plopppulver darauf geraten war? Aber das war doch nur ein kleines Missgeschick«, sagte sie verwirrt. »Mit großer Wirkung«, murmelte Konrad. Alle drei schauten auf das halbtote Wesen im Kristall. Seine Leuchthaare hingen am Körper herab, wie die Äste einer Trauerweide. Vicky mochte es einfach nicht glauben. »Hört mal, das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch auch früher schon mächtige Zauber losgelassen.« »Kurz bevor das Königskind schlüpft, ist unsere Welt besonders empfindlich«, wisperte ein Luni. »Der starke grüne Blitz war zu viel Magie zur falschen Zeit.« In Vickys Hals bildete sich ein dicker Kloß. »Das habe ich doch nicht gewusst, das habe ich nicht gewollt, ehrlich!« Sie spürte furchtbare Gewissensbisse. »Nicht Rabenhorst war schuld, sondern sie selbst!« »Darum habe ich als Einzige den Höhleneingang verstanden und darum verstehe ich jetzt auch die Lunis«, begriff Vicky schockiert, »weil ich allein den ganzen Schlamassel ausgelöst habe.« Eine Pause entstand. »Und was machen wir jetzt?« fragte Konrad. »Das Königskind muss aus dem Kristall schlüpfen, solange noch Leben in ihm ist, sonst geht alle Magie für alle Zeit verloren. Ihr müsst es befreien.« »Ja, aber wie?« rief Vicky. »Sollen wir den Kristall zerschlagen?« Sie hob die Faust, doch eines der Lunis griff eilig danach. Unter seiner Berührung durchfuhr Vicky wieder ein feiner Stromschlag und die Härchen an ihrem Arm richteten sich auf. »Nicht, nicht, nicht! Das würde das Königskind verletzen. Es muss den Kristall selber durchbrechen. Nur mit Magie könnt ihr ihm helfen.« Vicky übersetzte für ihre Freunde. Mila machte große Augen. »Magie? Aber wir haben doch gar keine Magie mehr. Wir haben alles auf dem Weg hierher verbraucht.« Vicky seufzte niedergeschlagen. Sie hatten es bis hierher geschafft.
Sie hatten das Loni-Königskind gefunden. Aber das alles nützte nun nichts mehr. Sie waren hier, aber sie konnten nicht helfen. Ohne Magie waren sie keine drei Magier, sondern nur drei ganz normale Kinder, die sich in eine fremde Welt verirrt hatten. Ah, deshalb haben sie auch keine Zauber. Keine Umhänge mehr, ja, weil sie keine Magie mehr haben. Eine Welt, die in diesem Augenblick unterging. Und die drei Freunde konnten nichts dagegen tun. Das Kleine hat aufgehört zu zittern, bemerkte Mila. Vickys Mund war staubtrocken. In seinem Kristall gefangen, sank das Loni-Königskind ganz langsam nach unten. Es lag im Sterben. Und mit ihm ganz Algravia. Vicky hörte Mila neben sich schniefen. Das darf einfach nicht wahr sein. Eine Träne rollte über Vickys Wange, als sie die Hand nach dem Kristall ausstreckte und über seine Oberfläche strich. Dort, wo Vicky den Kristall berührt hatte, schimmerte er hell auf. Das Schimmern breitete sich nach allen Seiten aus. Vicky stutzte. »Was war das?« fragte Konrad. »Was hast du gemacht?« »Ich weiß nicht. Ich hab's nur angefasst.« »Mach's nochmal!« forderte Mila sie auf. Vicky nickte und berührte den Kristall erneut. Diesmal tat sich nichts. »Hattest du noch etwas Magie in dir?« überlegte Konrad aufgeregt. »Woher denn?« fragte Vicky verwirrt. Konrad schnipste. »Vielleicht von den Loonies?« Vicky machte einen kleinen Hüpfer. »Ja, ja, natürlich, sie haben mich angefasst und deine Haare waren auf einmal wie aufgeladen,« beendete Mila den Satz. »Sie haben sogar geleuchtet, wie Loni-Leuchthaare.« In Vickys Kopf ratterte es. »Das heißt ja, glaubt ihr, dass die Loonies ihre Magie an uns weitergeben können? Warum befreien sie dann das Königskind nicht selbst?« wunderte sich Konrad. Vicky gab die Frage an die Loonies weiter. »Wir sind zu klein und zu leicht. Wir tragen Magie in uns, aber sie ist wie Licht. Wir haben es probiert, aber wir können dem Königskind nicht helfen.« »Aber ihr könnt uns helfen,« hoffte Vicky. Inzwischen war das kleine Loni im Kristall fast bis zum Boden gesackt. Hoffentlich war es noch nicht zu spät. »Fasst uns an und dann berühren wir den Kristall.« Die Loonies taten, worum Vicky sie gebeten hatte. Es fühlte sich merkwürdig an, als der feine Strom aus Magie durch Vickys Körper floss. Es kitzelte und prickelte. Sie sah, wie sich Konrads und Milas Haare ebenfalls sträubten. »Nicht zu viel«, meinte Mila ängstlich. Die drei legten ihre Hände nebeneinander auf den Kristall. Der ganze Kristall wurde von einem Glitzern erfasst. Es blendete so, dass man nichts mehr sah, was in seinem Inneren vor sich ging. Vicky, Konrad und Mila ließen die Magie der Loonies durch ihre Hände strömen. Dann ertönte ein feines Klirren und Klingeln. Von blitzendem Staub umgeben, brach ein kleiner Kopf aus der Spitze des Kristalls. Ein Körper voller Leuchthaare folgte ihm nach. Das Loni-Königskind. Es war geschlüpft. Alle Loonies ringsumher brachen in begeisterte Rufe aus. Und das frisch geschlüpfte Loni sauste um Vicky, Konrad und Mila herum, zupfte an Milas Haarschleife, steckte Konrad einen Finger ins Ohr, worauf dieser lachen musste, und tippte Vicky an die Nase. »Hatschi!« entfuhr es ihr. »Wir haben es geschafft!« jubelte Konrad. »Es lebt!« freute sich Mila. Und wie es lebte! Das Kleine schlug in der Luft Purzelbäume und winkte den anderen Loonies fröhlich zu. Also schaut mal, hier sind die drei, wie sie am Kristall mit Hilfe der Loonies sind. Und das ist dann das kleine Loni, wie es da rumsaust und ganz ausgelassen ist. »Wow«, rief Vicky, »bin ich froh. Los, Leute, gebt mir 5.« Sie streckte ihre Hand aus und Mila und Konrad schlugen ein. Als sich ihre Hände berührten, stoben Funken auf. Sie hüllten die Freunde ein, bis Vicky in einem Wirbel aus Licht stand, der sie so sehr blendete, dass sie nichts mehr erkannte.
Dafür hörte sie ein Pfeifen und im nächsten Moment ein lautes Krachen. Applaus ertönte und laute Stimmen, die ganz und gar nicht wie Lunis Klang riefen: Frohes Neues allerseits, auf viele schöne Pausen und auf viele brave Schüler. Kapitel 16. Eine riesige Überraschung. Vicky, Konrad und Mila brauchten einen Moment, bis sie sich zurechtfanden und begriffen, sie standen nicht mehr tief unten in der schwarzen Höhle, sondern auf dem Dach von Vickys Haus. Und sie waren nicht mehr umringt von Loonies, sondern von Lehrern. Die Lehrer fielen einander in die Arme, während am Himmel ein großes Feuerwerk abbrannte. »Wir sind wieder zu Hause«, rief Vicky überwältigt. Konrad buffte sie in die Seite. »Hey, Vicky, hast du Mühlfeld gerade zu Hause genannt?« stammelte Vicky verlegen. »Hab ich? Ich hab's auch gehört«, bestätigte Mila. »Naja«, Vicky grinste. »Dann habe ich jetzt eben zwei zu Hause, Mühlfeld und Berlin.« »Und Algravia«, sagte Mila verschwörerisch. »Lalgravia?« ertönte da eine Männerstimme neben ihnen. Vicky wirbelte erschrocken um und sah Mathelehrer Drachenbaum, der mit einem Sektglas in der Hand direkt neben ihnen stand. Sein Gesicht war so gerötet, als stünde er kurz vor einem Wutausbruch. Seltsamerweise lächelte der Lehrer aber. Vielleicht lag das am Sekt. Vicky wusste, dass sich manche Erwachsene komisch benahmen, wenn sie ein paar Gläser davon getrunken hatten. Vor allem solche, die normalerweise tierisch streng waren. »Was ist denn das für ein eigentümliches Wort?« bohrte der Lehrer weiter. »Lalgravia.« Zum Glück kam Vickys Mutter herangehuscht. »Ach, da seid ihr ja! Wir dachten schon, ihr würdet den Jahreswechsel verpassen. Seht mal, da hinten!« Sie zeigte auf einen Plastiktisch mit Gläsern. »Nehmt euch ein Glas Orangensaft, dann könnt ihr mit anstoßen.« Kurz darauf stießen Vicky, Konrad und Mila mit Vickys Mutter und Herrn Drachenbaum auf das neue Jahr an. »Auf viele schöne Mathearbeiten«, meinte der Lehrer vergnügt. »Ja, ja«, sagte Vicky halbherzig, »ganz toll.« An ihre Freunde gewandt zischte sie, »Kommt Leute, wir verkrümeln uns, bevor es noch peinlicher wird.« Die drei schafften es, sich abzuseilen und lehnten wenig später am Dachgeländer. Das Feuerwerk war wirklich beeindruckend. Manche Feuerwerkskörper kreisten wie Bumerangs, andere ähnelten Wasserfällen aus bunten Funken. Vicky musste an die Loonies und die anderen Bewohner Algravias denken. Konrad schien ihre Gedanken zu lesen. »Fragst du dich auch gerade, ob wir Algravia wirklich retten konnten?« Vicky nickte nachdenklich. »Das Loonikind ist doch geschlüpft«, sagte Mila gedämpft. »Hoffentlich noch rechtzeitig«, flüsterte Vicky. Konrad seufzte. »Schade, dass wir nicht nochmal zum Fest in den Steinkreis zurück konnten. Wisst ihr noch, was Kasimir gesagt hat, dass bei jeder magischen Zeitenwende irgendwas Neues beginnt? Ich wüsste zu gerne, was das ist.« »Ich auch.« »So schnell werden wir das wohl nicht herausfinden«, brummte Vicky. Ihre Freunde sahen sie stutzig an, also fügte sie hinzu. »Schon vergessen? Wir haben unsere Zauberstäbe verloren. Wie sollten wir ohne die nach Algravia kommen?« Konrad schlug sich die Hand vor den Mund. »Stimmt, verflixt nochmal!« Vicky ließ sich tiefer aufs Geländer sacken. »Vielleicht brauchen die uns ja jetzt nicht mehr.« 10 schneeweiße Raketen stiegen rasch nacheinander in den Mühlfelder Himmel. Dann war das Feuerwerk zu Ende. Vicky, Konrad und Mila wollten sich gerade umdrehen, als Vickys Blick auf etwas unten in der Straße fiel. Auf der anderen Straßenseite bewegten sich merkwürdige Schatten an einer Garagenwand entlang. Einer sah aus wie der Schatten eines Hundes, nur dass der Hund Flügel besaß und einen langen, dornengespickten Schwanz. Dahinter huschte ein kleinerer Schatten, der aussah, als gehörte er einem Gartenzwerg mit einer Zipfelmütze. Zu guter Letzt folgte ein Schatten, der aussah, als gehörte er zu einem Riesen. Er passte nicht einmal ganz auf die Garagenwand. »Mila, Konrad, schaut mal da!« machte Vicky ihre Freunde aufmerksam. Mila riss die Augen auf. »Was sind denn das für welche?« fragte sie.
Sind das etwa die, die diese Schatten werfen, müssen auf unserer Straßenseite laufen, begriff Konrad. Die Freunde beugten sich gebannt vor. Sie sahen gerade noch, wie ein sehr großer, nackter Fuß um die Straßenecke bog. Dann waren die Gestalten verschwunden. Die drei Kinder starrten einander an. Etwas entfernt rief Vickys Mutter, »Hey, ihr drei, wir gehen wieder nach unten, kommt ihr auch? Es gibt noch Mitternachtskuchen.« Vicky steckte mit ihren Freunden verschwörerisch die Köpfe zusammen. Sie raunte, »Leute, ich glaube, ich weiß jetzt, was an dem neuen magischen Zeitalter so neu ist.« Mila nickte, »Ich auch. Bisher sind immer nur wir nach Algravia gekommen.« Und Konrad schloss mit blitzenden Augen, »Wie es aussieht, kommt Algravia jetzt auch zu uns.« Das war's. Das Buch ist zu Ende und ich glaube, es gibt auch keine weiteren Bücher, soweit ich das weiß. Aber wer weiß, vielleicht schreibt ja der gute Matthias von Bornstedt nochmal ein paar weitere Bücher mit den drei Magiern. Ich fand's richtig, richtig cool und ich fand es jetzt auch richtig spannend, die Geschichte. So, liebe Wuselkinder, das war's. Schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Boah, das war ja wieder eine lange Lesung, fast eine Stunde. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein frohes, frohes neues Jahr. Ich wünsche euch, dass euch dieses neue Jahr ganz viele tolle Sachen bringt. Ich wünsche euch, dass Corona wieder so weggeht, dass wir alle halbwegs normal leben können. Und ich wünsche euch, dass ihr viele, viele gute Bücher noch lest und dass ihr natürlich auch trotzdem der Wuselstunde treu bleibt. Habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch einen guten Start, auch in die Schule dann wieder, wenn es losgeht. Und ich denke, wir sehen uns hier noch ab und zu. Also, ihr wisst Bescheid, bleibt gesund, esst Obst und Gemüse, wascht eure Hände. Eure Daniela. Tschüss.